Recht herzlich willkommen zur 116. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal unterwegs und haben hier irgendwo einen Tunnel gebaut. So, mal gucken, das war hier, um den Verkehr nach hier hinten auf direkten Wege zu transportieren. Der kommt da wieder raus, der Tunnel. Und wir haben gerade einen Stromausfall. Nicht genug Strom. Woran liegt's? Windkrafträder sind down. Da ist eins, was sagt das? Ja, die erzeugt aber gerade Strom, genauso wie die wahrscheinlich auch. Hier, Offshore-Anlage. Macht auch Strom. Ruhig. Okay, das bedeutet, wir müssen mal gerade nachlegen. Machen wir doch ganz einfach. Wenn wir wieder genug Strom haben, oder? So, jetzt kommen wir schon mal in dem gelben Bereich wieder an. Bisschen Abstand müssen wir halten, ne? Sonst klappt das nicht mit dem Durchfahren der Schiffe nachher. Also da müssen noch Schiffe lang und da, falls wir da welche lang schicken wollen, das ist ja auch so eine Sache, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich wieder. So. Ja, lassen wir erstmal so. Und kümmern uns wieder um die Straßen, ne? Oh, wo waren wir? Hier waren wir und haben geguckt. Da gehen sie, fahren sie rein und hier hinten kommen sie irgendwo raus. Da stehen sie schon. Sollten wir uns mal die Karte hier so angucken. Was hat denn die Entlastung dieser Straße gebracht? So wie es aussieht, gar nichts. Doch, hat's. Weil hier war auch rot, ist bis dahin jetzt grün geworden, ne? Dafür ist der Zubringer noch in rot. Okay. Kann man da was ändern? Der Zubringer ist ziemlich lang, ne? Es wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, komm, wir gestalten das um. Aber wie? Was ist denn das hier? Straßenmeisterei. Kenne ich gar nicht. Hatten wir das schon? Müssen wir dann auch nochmal bauen. Okay, das ist klar, dass eine Straßenmeisterei keine Straßen baut. Aber die können wir ja mal hier hinbauen. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Okay, aber wir wollen hier dieses hier mal noch gucken, dass wir das ändern. Jetzt ist gar kein Auto mehr hier. Guck mir das an. Es ist verteufelt. Jetzt kommt gerade keiner, ne? Eben war großer Stau. Jetzt fährt hier keiner. Also fahren schon welche, aber es stauen sie sich nicht. Ist jetzt aber nicht die Straßenmeisterei, ne, die das Problem verbessert hat, oder? Das wäre der Hammer, ne? Wird das hier... Hier wechselt der Grünton, ne, oder? Orange, helle grüner. Ja, also momentan würde ich sagen, ist es hier gut. Brauchen wir nichts machen, auch beim Runterfahren nicht. Fließt ja der Verkehr. Staut sich halt hier immer noch zurück, aber ja, das Problem liegt dann eher hier, ne? Auf dieser Strecke. Obwohl, ich glaube, dies war dunkelrot, ist jetzt auch schon hellroter. Ja, hier stehen sie immer noch, ne? Die fahren, aber hier ist das Problem wahrscheinlich Linksabbieger, oder? Ja, diese Ampelkreuzung hier ist das Problem. Boah, da müssten wir einen Kreisverkehr haben oder was, aber Kreisverkehr bringt es ja auch nicht, haben wir gemerkt, ne? Hier staut sich's weniger dann schon. Und jetzt ist hier voll rot geworden, wir haben es nur verlagert wahrscheinlich.
Die fahren jetzt alle hier lang, ne? Ja. Schwieriges Unterfangen. Hier ist eine vierspurige Straße bis dahin. Wollen wir die da irgendwo anschließen? Das ist die Frage, ne? Hier unten fließt der Verkehr, das ist hier oben. Tja. Da kommen die jetzt aus dem Tunnel raus. Aber das sind gar nicht so viele, ne? Die meisten sind immer noch hier unterwegs. Und hier ganz schlimm, ne? Wir bräuchten eine Entlastungsstraße, die am Berg lang geht, glaube ich. Diese hier oben lang fahren lassen, das wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Große Straße, Autobahn. Hier oben am Berg eine Autobahn lang. Hm. Mit Lärmschutzwand. Jetzt ist dunkel, jetzt sieht man wieder nichts, ne? Die denn da auch hin? Ja. Eigentlich schon, ne? Was ist das hier für ein... Oh Gott, hey, ne. Das ist irgendwie eine Brücke geworden. Komm, das will ich gar nicht. Das reißt man wieder ab. Das sieht voll doof aus. Ne? So eine Autobahn will ich nicht haben. Wieder so gemacht, glaube ich, ne, oder? Aber jetzt sieht es noch ein bisschen besser aus. Jetzt hätte ich gesagt, ein bisschen runter, ne? Kann man die direkt so anschließen? Ne, das geht nicht. Dann muss das jetzt so bleiben und dann müssen wir hier das machen, ne? So. Wie komme ich denn da oben drauf dann, bitteschön? Hm. Dann müssen wir die nochmal abreißen und nochmal anlegen. Geht irgendwie nicht. Vielleicht wenn wir hochgehen gleich schon. Geht auch nicht. Ja, das war jetzt super klug. Das können wir ganz knicken. Das war falsch gebaut. Das muss weg. Und ich mach das auch nochmal weg. Das machen wir auch weg und dann machen wir nochmal hier. So, jetzt kommen die zwar schon mal drauf, ne? Aber wir kommen hier nicht mal runter. Die Autobahn sitzt hier oben einfach zu nah. Das Problem, ne? Das mach weg. Das mal auch weg.
Das geht dann auch schon nicht mehr. So. Das würde schon mal gehen. Ist nur falsch rum, ne? Irgendwie konnte man auch die Richtung ändern, ne? Jetzt haben wir es, glaube ich, ne? So, ja. Jetzt müssen wir nur gucken. Oh, diese Betrute von dem Krankenwagen, das kann einen auch ganz schön nerven, ne? Die ist nochmal weg. Und jetzt nochmal loslegen, ne? Nee, das war ja jetzt voll doof, oder? Was macht denn der jetzt hier? Abreißen. Die Autobahn nochmal bauen. Ach, das Ausrufungszeichen ist an, deswegen geht das nicht. So, jetzt hat's geklappt, ne? Jetzt nochmal den. Hier lang. Und da anschließen. So, jetzt können die rauf und runter fahren. Und jetzt noch die andere Seite, ne? Das gestaltet sich dann schwierig. Ich glaube schon so. So, jetzt haben wir eine Auffahrt. Ganz komplizierte Kreuzung ist es jetzt wahrscheinlich. Und es fährt noch keiner da drauf. Weil hier keiner lang will. Doch, da geht's jetzt los. So, die Rechtsabbieger sollten eigentlich nicht mehr da lang fahren, sondern jetzt hier lang fahren. So, hier gestaltet sich das dann schwierig, ne, wie man sieht. So, jetzt kommen die Autos auch auf jeden Fall von da hinten durchgefahren. Es fährt aber keiner rauf. So, was macht man dann, dass das passiert, dass die da rauffahren? Diese Straße hier sperren. Und zwar als Einbahnstraße, weil hier fahren nicht so viele lang. Das bedeutet, die Straße einfach umbauen, ne? Das ist hier mit dem grünen Streifen. So, hier hin und Ruhe ist. Und schon sind wir falsch rum unterwegs, ne? Das hat gut geklappt. Jetzt drehen sie alle um, hast gesehen? Baggerballett sozusagen. So, und jetzt müssen alle über die Autobahn fahren. Machen sie auch, oder? Ne, die drehen und fahren wieder zurück. Auch interessant, ne? Ja, von da oben kommen jetzt auf jeden Fall mehrere Autos, weil die wissen, dass sie da lang fahren müssen wahrscheinlich, oder? Könnte sein, muss aber nicht. Mach mal weg. Mach mal hier Verkehr angucken. Ja, hier sieht's nicht gut aus, ne? Sagt der. Komm, dann machen wir das gerade komplett hier. So, das ist jetzt eine komplette Einbahnstraße geworden, ne? Die müssen jetzt alle in die Richtung fahren. Die drehen alle hier. Ich weiß aber nicht, wo die lang fahren, das ist die Frage, ne? Hier oben auf jeden Fall wird keiner lang.
Schwierig. Da müssen wir die Aufwartung umändern. Wenn man diese Auffahrt jetzt hier baut, ne? So, wir sind wieder in diesem Tool. Und die Strecke ist hier einfach zu steil, ne? Das ist ein Park hier, deswegen will er da auch nicht lang. Warum können die hier drehen? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ach, die dürfen sogar da laut dem Schild nur nach links abbiegen. Das ist ja voll doof. Was ist das für eine... Ah, stopp. Wir müssen eine zweite Spur machen. Das ist es. Wow. Da habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass so eine Autobahn zwei Spuren braucht. Gut, dann müssen wir die hier drunter anlegen. Alles klar. Macht Sinn. Okay, dann können wir das da abreißen und das da anbauen, ne? Oh, gestaltet sich jetzt hier wieder schwierig, das anzuschließen, ne? So, das passt. Okay. Dann müssen wir nur diesen Anschluss hier irgendwo verändern noch. Das wird dann schwierig, ne? So, das haben wir schon mal. So, und hier müssen wir dann da raus. Geht das? Ja, es geht. So. Und hier gestaltet sich jetzt die Anbindung schwierig, ne? Da müssen wir jetzt hier gucken, dass wir das abreißen nochmal. Und dann das da irgendwie so da hinkriegen. Da klappt. So. Jetzt müssen wir hier nochmal abreißen. Und zwar das Stück und das mit dem verbinden. So, jetzt klappt's wunderbar, oder? Boah, die Sirenen, die sind krass, oder? So, jetzt sieht das so aus, als ob eine Autobahn in beiden Richtungen benutzt werden kann. Und hier ist jetzt auch fast nichts mehr los. Warum die jetzt da wieder zurückfahren, weiß ich nicht. Aber geht. Klappt, oder? Ist nur die Frage, wie entlasten wir diese Straße weiter? Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Wie die Entlastung da stattfinden kann dann. Ja, aber da werden wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.